Das ist wieder die alte Musik, man sie kennt, wenn man irgendwo Gegner sind. Da ändert sich das direkt. Relativ egal, wo wir erstmal längs gehen. Hier, die Reise kann. Ah ja, die kann ich noch von. Wollte ich gerade sagen, ist ja noch gar kein Punkt. Wahrscheinlich wird das erst. Nein, mich. Da sitzt ja einer oder steht. Okay. Hat schon bezahlt. Also dann. Aber trotzdem mussten wir erstmal mit sprechen, um überhaupt. Reisekanonen. Benutzen zu aktivieren. Ich glaube, wir hätten hier auch hingehen können. Ja, ich weiß aber gar nicht. Dass das gar nicht anders möglich gewesen wäre. Ja, da ist er auch. Der Marsch. Wir unserer Reise so langsam näher. Daran erinnere ich mich auch noch. Einfach rüber gehen. Oh, da geht's weiter. Wollte ich gerade sagen. Also. Uh-oh, where's Luca? I guess I'll ask that girl over there. Hey, where do I find Luca? Mind your manners. It's nice to see you again, Sage. You're very welcome. Wait, you mean this little girl is 200 years old? Oh, gut gehalten für 200 Jahre alt. Oh, so you're the one who found the mana sword. Da oben liegt noch irgendwas drauf, wo wir gerade stehen, ne? Mit ihm vielleicht sprechen? Luca, monsters have started invading villages. You underestimate my intelligence. World news flows into the. Mana grows ever weaker. That could explain how this child was able. His actions caused the balance of mana in this area to shift. Beasts are now rampaging across the land. Everyone in the world is working to seal away the power of the mana sword forever. Wir müssen die Monster ja auch mitnehmen, weil wir müssen damit ja auch die Waffen leveln. Also wir können sie auch nicht links liegen lassen. Oh. Jetzt wird er durch. Das war ja gerade. Okay, durch die Ameise, die du gekillt hast, hat sich das Schwert schon ein bisschen regeneriert. Achso, ah, guck hier, das sind die Orbs. Das ist quasi, das gibt denen, wenn es. Ja, Mana-Kräfte, Magie. Abwarten. Pimps halt einfach. Gemma, I want you to keep an eye on the Empire. It seeks the Mana Fortress's power. Fortress? Like the one that destroys the world in that fairy tale? This is no fairy tale. We're talking about the real Mana Fortress and the Empire that wants it. The Empire will try to break the seals on the Mana Seeds in each palace. Also. Aber was die genau alles machen sind, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man die sammeln musste und die wurden irgendwo noch hier eingepflanzt. I do not know. Gemma, you should request an audience with the king and tell him. Understood. I'll leave now. Jetzt will ich wissen, was dahinter ihr ist. Das ist einer der Farben. Ach so. Dwarves are known for their weapon-making skills. You should see if they can reforge. As the sword becomes more powerful, your skills will improve. And learn. Ah, dann wird wahrscheinlich nachher diese Anzeige, die da unten immer von 0 bis 100% geht, vielleicht dann auch dementsprechend schneller aufgeladen.
was. What frightens you so? Eons ago, the ancients used their war machine, the Mana Fortress, in a final battle against the gods. Ich glaube. It's not a fairy tale like you were told as a child. Also das Schwert auch gleich mal anklicken. Man weiß ja nie, kann ja jede Entscheidung, die man da auswählt, vielleicht irgendwas dazu bringen. The few who remained rebuilt the world. Ah, müssen wir abwarten. Ort. Ist der Koop überhaupt los hier, ne? You'll drain the world of mana power. You must restore the mana sword to full power before then, or the world will be destroyed. Anders. So, where do I fit in? You must become a hero who is worthy of the sword. Hilf mir. Also hat's doch was gebracht, mit ihr noch zu sprechen. Wären wir auch gar nicht hin. Wären wir noch gar nicht hier rausgekommen, vielleicht. Ja. Aber wir sind klein. What happened? The seed and the sword have now synchronized with each other. Now no matter where you are in the world, this mana seed can grant power. You found one of the eight palaces. Now you must visit the others and obtain the powers okay. of their seed. Okay, Tempel ist aller Kraft mit ganzen heftigen Schwert bekommen. Dann mal ist klar. Auf die Suche nach den Tempeln. Auch eine neue Waffe gibt's. Autospeicher oder was? Ich kann sagen, das ist ja völlig egal. Spielzeit 2386 Stunden? There you can find the underground palace. To reach Gaia's navel, head south through the kingdom of Pandora. War es dann auch hier? Heißt es jetzt Waffen leveln und gucken endlich, dass die Gefährten dazu kommen. Oh. Würde ich sagen. Ich glaube, ich würde erstmal das Schwert zu weit finden. Ich hochleveln. Weil die Lanze natürlich wahrscheinlich, um die Gegner ein bisschen weiter auf Abstand zu halten. Aber macht schon irgendwie Sinn, erstmal das Schwert. Wolke, wäre da an dem Gegner jetzt gerade schon vorbeigegangen? Ich höre ihm auch nur im letzten Moment. Auf was ist. Ja. Die haben aber schon ein bisschen mehr Energie. Zweimal bei Schlägen 20. Die verstecken sich echt. Fies getarnt. Hier nicht. Das Gute ist immer, dass die umkippen. Dass die sozusagen dann erstmal gestunt sind. Kannst du an die Schilder eigentlich klicken oder so? In welche Richtung. Also, wo man hingeht? Oder sind die wirklich einfach nur Pfeile? Ich glaube, das sind Pfeile. Ich hatte eben schon drauf versucht. Oh shit. Achso. Stufe 3. Ah, dadurch haben wir mehr Trefferpunkte bekommen.
Kannst immer in dem Moment, wo er angreift, kannst du nichts machen, ne? Vor allem. Oh, der hat halt wie. Ach so. Ah, gut. Gut, bräuchtest du ja rein, Theo. Ich, aber es ist halt schon extrem wenig Schaden dann, ne? Ja. Vor allem, ne? Hast du da einen Treffer von dir? So. Oh, was ist das da? Oder? Wenn man als Gegner identifizieren kann. Vollklo. Ah, sieht man ja, es bringt kaum was, wenn man irgendwie einen Schaden macht oder was. Ah, okay. Ah, von da kommst du, ne? Ja. Ja. So eine kleine Abkürzung. Oder wenn man schnell flüchten muss. Gehen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ja, doch, gesagt, Richtung. War da runter? War das eben 42? Oh, wieder 2. Oh, ich dachte schon, 21 wäre eigentlich schon echt. Na, auf alle Fälle. Ja, sind wir jetzt wieder in unserem Dorf? Ne, anderes Dorf. Ah, das ist die Frage, ob man jetzt schon irgendwie groß was ausgeben sollte. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde erstmal noch weiter sparen. Anything else? Wird bestimmt noch genug finden. Vor allem sind jetzt ja auch bisher noch keine Goldmünzen. Mann, aber. Sauber. Ja, aber wir hatten doch jetzt schon 299. Ja, aber halt. Schon. Ja? Ich dachte, ja, da hätten wir irgendwas 200 gehabt. So. Weil ich auch nicht mehr weiß, wie das früher war, ob in den Häusern irgendwie was kann oder nicht. Boah, dann geht man mal weiter. Jetzt haben wir auf was mittendrin ist. Nein, kannst du mit dem anderen wahrscheinlich gar nicht. Sieht nicht aus, jetzt. Wir versuchen hier an ich. Doch für an ich und auslängst. Oh, dann da raus, aber von links. Ja, aber von hier oben links. Ja, von da bist du. Ah, gut, dann nach links hier weiter runter. Ne, oder was das ist, könnte schon gefährlicher werden. 16 Schaden. Vor allem hält die auch ganz schön viel aus. Na, ein One-Hit ist ja schon mit.
Aber der muss man echt ein bisschen aufkalten. Na klar, ja, am Anfang geht alles noch, aber wenn da jetzt irgendwie 2, 3 von zum Beispiel kommen würden. Oder man einfach mal verfehlt. Raus, ob das mit den Werten ist. Hätte doch. Einfach macht er ja auch. Slash, Mann. Oh, guck mal, du bist vergiftet. So, Bonbon nehmen. Ich hatte gerade gedacht, der bringt nichts, weil du vergiftet bist. Ah, ich war auch. Wenigstens ein Bonbon, ja, dazu. Kommen wir nicht durch. Also müssen wir den ganzen Weg außen rumgehen. Aufgestiegen und wieder mehr Trefferpunkte erhalten. Das ist schon bei 79, also noch 1, 2 Level und dann heilt der Bonbon auf wenigstens mal wirklich voll. Frag mich, ob man irgendwo sehen kann. Kannst du in den Optionen jetzt sehen, wie viel Prozent das Schwert hat? Ja, bis es wieder Level Up ist. Weil das Schwert war bisher ja noch kein Level Up. Lass ja nach dem gleich mal gucken. Da stand ja 0%, ob sich das jetzt geändert hat. Waffen. Da links. Oh. Ja. Beides 0%. Aber kannst du auch nicht anklicken oder so. Wechseln. Ja, aber ändert sich ja nichts. 100 Grad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ungefähr Stufe 1 jetzt wachse. Ich meine, du könntest ja die Lanze mal probieren, ob sich dann was verändert, wenn du ja mit 3 Gegner bist. Lanze, ob sich da irgendwas verändert, aber da brauchst du wahrscheinlich auch nur so 3, 4 Gegner mit, dann sieht man es wahrscheinlich auch. Ich glaube, die hat aber auch ein bisschen größeren Radius. Ne? Ja, und. Okay. Aber dafür könntest du unter Umständen mehr Schaden machen. Bei Stufe war 0, ne? Macht jetzt schon so viel Schaden wie ein Schwert. Aufladen. Alles halt komplett an. Ah. Wollte gerade sagen, wenn viele auf einem Haufen stehen. Oder wenn jemand im Team dann einer, der so eine Waffe hat und einer, der halt ein bisschen schnellere hat, ne? Ja. Gerade so begegnen. Weiß nicht, konnte man die Waffen nicht auch auf schnell Auswahl oder so legen, dass man nicht rein musste? Aber da stehen die natürlich jetzt perfekt. Könnten wir wieder irgendwie eine Truhe fallen lassen, wenn es nur ein Bonbon wird. 30. 42. Du kannst halt nicht steuern, ob sie die Ash-Attacke wird oder genau, so zugesprochen wird. Wo geht's denn nach oben? Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen, aber wir machen hier erstmal wieder einen kleinen Cut und ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!